Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mein Leben lang schon Koch werden wollte. Meine Damen und Herren, wir spielen heute zusammen Cooking Simulator! Möchtest du an deinem ersten Tag dem Tutorial folgen? Sehe ich aus wie ein Anfänger? Ja. Wir sind neu angestellter Koch in einem Restaurant, das nicht so die allerbesten Bewertungen hat. Und wir müssen das Restaurant wieder auf Vordermann bringen. Das kann nur schief gehen. Der bisherige Koch hat uns überall so ein bisschen Notizzettel hinterlassen. Hier steht beispielsweise drauf, tut mir leid, sobald da etwas drin ist, bleibt es dort. Das ist unsere Richtlinie, also denk zweimal nach, bevor du etwas wegwirfst. Gäste werden nicht für etwas bezahlen, was du weggeworfen hast. Was denkt der denn, dass ich den Gästen aus dem Müll das Essen koche? Also was ein Mülleimer ist, weiß ich auf jeden Fall. Wir können auch mal hier in den Kühlschrank reinschauen. Da haben wir Hühnerbouillon und saure Sahne drin. Genau so sieht mein Kühlschrank auch aus. Oh, die Kühlschranktür piept! Machen wir die Scheiße hier lieber mal schnell zu. Dann haben wir hier noch das Eisfach und da... Ach. Das alles ist... Lol. Da haben wir Forelle und Lachsfilet. Ja, ich mach die ja schon wieder zu. Also das ist auf jeden Fall unser Kühlschrank. Wir haben hier vorne noch... Gas. Aha. Ach du heilige Scheiße, wir haben Kundschaft! Also hier oben wird jetzt angezeigt, was der Typ haben will. Eine gebackene Forelle. Ja, geht's noch, Alter? Das heißt, wir machen erstmal den Kühlschrank auf, checken uns hier so eine Forelle ab. Das Produkt müssen wir kaufen. Wir haben nur noch 742 C! Scheiße! So, die Forelle klatschen wir jetzt erstmal hier vorne drauf. Ja, fertig. Würzen mit schwarzer Pfeffer, Thymian getrocknet und Dill getrocknet. Sag mal, geht's noch, Alter? Kannst du meine Scheiße da drauf haben? Wo haben wir denn hier überhaupt Gewürze, Alter? Wo soll, also wie soll ich mich denn hier überhaupt zurechtfinden? Vielleicht hätte ich die Zeit vorher mal vernünftig nutzen sollen. Das hier ist, die Messer sind scharf. Ja, ich auch. Hier haben wir den schwarzen Pfeffer, den nehme ich jetzt und, mache den hier drauf. Da. Aha! Aha! Das heißt, wir stellen den Pfeffer jetzt hier oben einfach... Ja, dann liegt er halt da unten. Ein paar Sekunden später. Das ist jetzt nicht wahr. Ich kann nicht mal auf den Pfeffer zugreifen. Vielleicht kann ich ja mit dem Putzgerät hier irgendwie an den Pfeffer rankommen, aber... Nee. Das geht auch nicht. Vielleicht, wenn ich so einen Feuerlöscher hier nehme, kann ich irgendwie... Was denn? Oh! Nee! Ich will da... Ey, ich will da unten... Ich will einfach nur... Komm, scheiß auf den Pfeffer. Dann sollen da noch 5 Gramm getrockneter Thymian rein. Also, wir haben hier Salz, Dill getrocknet soll ja auch rein. Und zwar davon auch 5 Gramm. Also, schön hier. Zack, zack. Und 1, 2, 3, 4, 5. So, den Thymian stellen wir jetzt mal vernünftig da oben rein. Digga, du sollst einfach da rein. Ey! Auf ein Backblech legen und 90 Sekunden lang backen. Okay, ist an. Stellen wir den Timer hier jetzt einfach mal auf 90 Sekunden. E heißt Timer starten. Das Ding platziere ich mal dort. Nice. Und... Die Küche läuft bisher. 55 Sekunden habe ich nur noch! Ah, Leute, wir haben den Stress unseres Lebens. Ich muss hier unten erstmal die Teller rausholen. Genau, nehmen wir den hier. Den platziere ich jetzt erstmal direkt hier hin. Der kriegt die Scheiße dann halt ohne... Nein! Stopp! Stopp! Ich komm nicht zurück! Nein, ich will dir doch keinen leeren Teller geben! 1 hour later. Und jetzt komme ich hier ehrlich gesagt nicht mehr weg. Ich mache jetzt mal Gericht servieren, gebackene Forelle. Ja. Guten Appetit, Digga. Also, ja, das mit der Forelle hat jetzt... Oh, wir haben eine neue Bestellung! Eine Tomatensuppe wird jetzt hier gefordert. Was? So schwierig ist eine Tomatensuppe? Ich weiß halt echt nicht, wie ich diesen Pfeffer von da hinten wiederkriegen soll. Ich kann... Oh, mein Timer! Mein Fisch! Ach, der ist heiß. Unser Typ darf den nicht verbrennen. Kann ich den Fisch nicht irgendwie mit dem Schwamm hier runterkratzen? Ja, genau, so funktioniert das Ganze. Also der Fisch ist jetzt hier, ich schmeiß ihn einfach auf den Boden. Den isst ja eh kein Mensch mehr. Ich kann ihn immer noch nicht anfassen. Lifehack, wenn euer Essen noch zu heiß ist, einfach mit einem Feuerlöscher so ein bisschen das Ganze kühlen. Mega entspannt. Immer noch zu heiß. Probieren wir das Ganze jetzt einmal mal mit diesem Ding hier. Oh! Der Fisch fliegt durch meine Küche! Aber gut, ich meine, wir müssen ja auch noch eine Tomatensuppe machen. Also das hier ist die letzte Tomate, die wir in den Topf legen müssen. Denn dann sehen wir schon, wenn wir draufschauen, wir haben insgesamt 960 Gramm Tomaten da drin. Keine Ahnung, wer ein Kilo Tomatensuppe fressen will, aber alles klar.
Ja, 26 Gramm Salz sollten reichen. Das Salz platziere ich mal ganz gediegen wieder da hinten. Oder einfach da. Und jetzt packen wir die ganze Scheiße mal hier auf dem Herd drauf. Einfach mal hier vorne drauf abplatzieren. Jetzt können wir nämlich hier sagen, zack, du an und das. Das wird die beste Tomatensuppe aller Zeiten. 60 Sekunden lang kochen lassen. Der Timer hat mich so aufgeregt, ich mache das jetzt einfach frei Schnauze. Anstelle von 60 Sekunden habe ich irgendwie 7 Minuten gewartet. Und dann habe ich den Topf auch nicht vom Herd runterbekommen, deswegen bin ich dann so vorgegangen. Das war's dann wohl mit meiner Tomatensuppe. Ich habe die Zeit voll aus den Augen verloren. Erstmal mache ich hier dieses komische Ding hier aus. Und die, ja, sieht aus wie Kaninchenscheiße. Aber gut, Freunde, ich würde an der Stelle sagen, dass ich das heutige Video jetzt auch beende. Kann ich Teller Teller gehen auch kaputt. Wenn euch Kochen mit Luca gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ich nächste Woche eventuell einen zweiten Teil hiervon hochladen soll. Dann würde ich mich da ein bisschen informieren und eventuell auch mal ein Gericht gescheit hinkriegen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Und dieses T-Shirt hier, das ist wunderschön und das gibt es zu kaufen im luca-shop.de.